Christiane hat sich beschwert, dass dieser Piedamo immer, du sagst, Herz öffnen, so ein Quatsch, ja, finden wir blöd, wenn du das sagst. Das ist nämlich total angesagt und ist nicht die politische Linie. Also habe ich gesagt, nächstes Mal, okay, jetzt von nun an Herz öffnen ist gut. Ich bin ja Dienstleister, also was die Leute, Gala-Wunschkonzert. Also heute Herz öffnen. Nächstes Mal relaxing. So. Ich muss immer an eine interessante Geschichte denken mit diesem Herz öffnen. War ich auf einem Retreat, IMS-Retreat. Das ist so dieses Jahresretreat von IMS. Das ist so ein, vielleicht der große Event in der Theravada-Welt. Das ist so ein 3-Monats-Retreat in Massachusetts. Und da kommen so die ganzen bedeutenden Lehrer dieser Tradition, Joseph Goldstein und Sharon Salzberg und Carol Wilson. Viele von denen kommen auch ab und zu nach Deutschland, aber die machen das schon seit 30 Jahren und dann für dieses Retreat, dann jeden Tag gibt jemand anders einen Talk, so ein interessanter Ort zu sein. Jedenfalls, die haben gesagt, da auf dem Retreat meinten sie, normalerweise die Retreats, die lehren, das ist alles immer eigentlich das Gleiche, so wie passt dann ein bisschen Metta. Und ein Jahr haben sie mal gesagt zu den ganzen Lehrern, also ihr könnt eure Retreats einfach nennen, wie ihr wollt. Könnt euch bleibt ein bisschen kreativ, nur der Name anders, sonst alles wie normal. Und dann ein paar haben gesagt, ihr Retreat, Opening the Heart. Ja, das war der Titel. Und diese Retreats sofort ausgebucht, alle. Genau das gleiche in Grün. Wirklich das identische Retreat, nur der Titel anders. Und ist ein bisschen interessante Sache, ja, weil da ist schon eine gewisse, einmal ein Bedürfnis dahinter und auch, glaube ich, eine gewisse Intelligenz. Also, ich glaube, dahinter steht, dass viele von den Meditierern, Leute, die auf diese Retreats gehen, haben das Gefühl, dass ihre spirituelle Entwicklung wird behindert oder begrenzt oder beschränkt dadurch, dass sie von ihren eigenen unheilsamen Emotionen sozusagen überwältigt oder überwuchert werden. Ja? Und gerade so die Sachen, die so das Herz, so diese Gemütsverfassung so beschränken, ja? Also diese ganzen Kleinlichkeiten und viel von dem, was so auch an Nachtragen, ja, was man so an Erinnerungen hat, in unserer psychologisch konditionierten Gesellschaft so gefeierte Analyse der Kindheit, ja. Das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Gedankengang auch, ja, zu sagen, also die Sachen, die man in seiner, mit denen man so zu kämpfen hat, in seinem Leben an unterbewussten Wünschen und Bedürfnissen, das wird irgendeine Ursache haben und dann gräbt man halt so weit, wie man kann, da nach Ursachen und natürlich, wer sucht, der findet. Und dann daraus entstehen dann aber häufig eben wiederum weitere Spannungen. Ja, häufig dann sind es entweder die Eltern oder die Gesellschaft oder solche Faktoren, die auch wiederum nicht so richtig unter der eigenen Kontrolle sind. Aber das Endergebnis ist ganz gut beobachtet von den Leuten, die sich da sofort angemeldet haben, dass diese Art Wahrnehmung, diese Art Erinnerung,
Und die Reaktionen darauf, dass die eine spirituelle Beschränkung sind. Und das Gegenteil auch, vielleicht spielt da rein, dass viele Leute, die auf Retreats spirituelle Durchbrüche, spirituelle Erfahrungen haben, haben die in Form von einer Art Öffnung. Öffnung, man kann sagen, des Herzens, wo also diese Beschränkungen alle wegfallen und man so eine gleichmäßige und sehr explosiv freudige Zuwendung oder Mitgefühl gegenüber allen Wesen hat. Sehr, sehr, und das fühlt sich als sehr, sehr befreiend an. Und aus dieser Perspektive ist einem das fast unmöglich zu verstehen, wie jemand wütend oder genervt oder nachtragend oder sowas sein könnte, weil aus dieser etwas erleuchteteren Perspektive kommt einem das einfach irgendetwas zwischen peinlich, autoaggressiv, kindisch und vor allen Dingen überhaupt nicht irgendwie vorstellbar produktiv vor. Das ist einfach wie eine völlig absurde, autoaggressive Handlung, wütend werden. Es bringt gar nichts, so, ja. Und dann aber natürlich 2 Wochen später, spätestens, manchmal nur 2 Stunden, ja, dann kommt einem wieder jemand dumm und dann, oh, ja. Und aus diesem Art Erleben, kommt dann das Bedürfnis, dass man muss irgendwie etwas doch tun können, irgendwie Bedingungen legen dafür, dass dieses Art höhere Form von Verständnis sich irgendwie stabilisieren könnte. Und das ist ein sehr gute Erkenntnis. Man kann sagen, eigentlich sehr viel, was man in die Richtung machen kann, ist alles gut. Ist alles gut, selbst wenn man das nicht so genau hinkriegt, selbst wenn einem diese Art Emotion oder Erinnerung oder so etwas noch kommt, dadurch, dass man sich so einen hohen Standard gesetzt hat oder der einem vielleicht durch so ein Erleben gesetzt wurde, hat man dann so eine kleine Pause, dass man denkt, soll ich jetzt hier ein Drama machen und dann ist irgendwie schon die Luft raus. Weil das gerade eigentlich dieses Wütendwerden oder so ein auch so Nachtragen und so, das lebt sehr von dieser Impulsivität. Das ist eigentlich gerade das Schöne daran, wenn man richtig wütend ist, dass man endlich ist man sich mal irgendwas sicher. Ja? Sonst, man weiß ja nie genau so richtig, ja. Aber wenn einen da so jemand den Parkplatz wegschnappt oder so, ja. So, ja, das ist eindeutig, so geht's nicht, ja. So. Okay. Und wenn man dann erst anfängt zu grübeln, dann ist es einem auch zu blöd, jetzt da noch eine Szene zu machen, dann ist es irgendwie vorbei. Ja? Also, diese Pause ist schon so eine Art Gewinn. Und das ist ja was diese Frage allein schon ist. Entweder dieses Erleben oder die Erinnerung an so ein öffnendes Erleben oder so eine Frage, Hinterfragung, ja, die schafft einem diesen extra Raum und dadurch wird ganz viel an Problemen gleich bevor es anfängt, verhindert. Okay, ich weiß nicht, als ob das jetzt, dass ich das Herz öffnen hier nenne, schon als meine Provokation für heute gilt. Ich würde gerne noch eine machen. Ich darf. Und zwar, wenn ihr das häufiger gemacht, gelehrt bekommt, dann habt ihr das wahrscheinlich auf eine Art gelehrt bekommen, kommentarielle Art, wo man anfängt, erst mit sich selbst, angeblich kann man keine anderen Leute gut finden, wenn man sich selbst nicht gut findet. Egal, ein interessantes, langes Thema. Und dann muss man erst mit sich selber und dann muss man die anderen und dann muss man immer so Sachen sagen.
Und dann erst die Leute, die man gut findet, und dann die Neutralen und schließlich die Feinde. Okay. Meine kleine Herausforderung ist für euch, dass ich sehe nicht, dass der Buddha das kanonisch so gelehrt hat. Der Buddha war da ganz interessant. Er hat einfach gesagt, sofort die Feinde. Also, ja, gibt es so ganz interessante Gleichnisse. Das drastischste davon kennt ihr vielleicht, sagt er, die mit dem Gleichnis von der Säge. Mönche, selbst wenn euch Banditen mit mit einer zweihändigen Säge die Glieder absägen sollten, eins nach dem anderen, dann solltet ihr den nicht, genau, wer den da einen unheilsamen Gedanken, der würde nicht meine Weisung verfolgen. Und so sollt ihr euch üben, Mönche. Wir wollen denen da kein böses Wort sagen und wir wollen denen nur Güte und Mitgefühl und solche Sachen. Und Ajahn Brahm sagt, man soll denen wünschen, dass sie sich keine Schwielen holen vom Segen, wie ich euch da schon gesagt habe. Also in jedem Fall so eine Art großem expansiven Geist. Und ihr könnt das mal ausprobieren. Ich will euch sagen, das ist so etwas, mir macht es Spaß, so zu suchen im Kanon, wie der Buddha das gelehrt hat, und dann zu gucken, wie das so anders ist als das, was so normalerweise gelehrt wird. Naja, und dies ist so eine interessante Sache. Ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren. Nehmt euch einfach mal die Leute, wo ihr am meisten Gründe habt, objektiv natürlich, denen böse zu sein, Leute, die es wirklich zu weit getrieben haben, und versucht euch das so vorzustellen. Am besten so ein bisschen plastisch, damit es nicht zu einfach ist, okay? Und dann versucht ihr euch die zu nehmen. Und der Buddha sagt, wie man das macht, ist sozusagen, ja, also auf Englisch habe ich es auswendig, aber auf Deutsch krieg ich es nicht so leicht gebräunt. Also, dass man sozusagen denjenigen mit so einer völlig unbedingten, bedingungsfreien Güte, so durchstrahlt es eigentlich das Wort. Und dann, wenn das klappt, sobald das klappt, das auf alle anderen Wesen ausweitet. Kann man so in Stufen machen. Ja? Aber da mit dem Ultrabösen fängt man sozusagen an. Wir können es mal ausprobieren, machen wir mal so. Halbe Stunde oder sowas. Okay, also du nimmst, du kannst eigentlich. Genau. Mit einer Motorsäge. Gut. Ganz einfach, also irgendeine Person, ja? Du nimmst ja eine Person und dann so, du entwickelst so eine Art von Zustimmung. so ein Gefühl von Freundschaft und einfach so eine Art nicht bedingtes Willkommen heißen also für mich funktionieren diese Worte nicht wie Nächstenliebe und sowas nicht ganz so gut, aber das sind die Worte, die eigentlich alle versuchen, diese gleiche Emotion zu beschreiben, universelle Liebe und Metta
Und das Wort Metta eigentlich kommt von der Wurzel Mitta, Freund, ja, so eine Freundschaftlichkeit. Das ist so ein bisschen wie so ein Oxytocin-Rausch, ja, wenn du irgendwie so kleine Babys oder so, dann kriegst du so ein Schwall von kleinen Kids, ja, so ein Schwall von Zuneigung, der irgendwie weitgehend unabhängig davon ist, was der jetzt macht oder gemacht hat oder machen wird. Das ist eigentlich der Gag, dass das so unabhängig, eine normale Zuneigung ist abhängig davon, was jemand ist und macht und wie er sich dir gegenüber verhält, wie er dich sozusagen reflektiert, bestätigt eigentlich in deinem Sein. Dafür gibt es die Punkte sozusagen. Je mehr dich jemand glaubwürdig feiert und je mehr irgendwie das heißt, dass sie, ja, desto mehr Zuneigung kriegt der oder auch die. Ja. Und dies ist insofern anders, als dass es etwas ist, was unabhängig davon ist, was der andere macht. Eine Art Zuneigung. Einfach deswegen, weil das ist ein anderes Wesen, so, ja? Und wir sind alle irgendwie in so einem komischen Boot hier, ja? Wo jeder eigentlich nicht genauso richtig weiß, was er hier soll und wohin das Ganze und, ja? Man lebt mit allen möglichen Zwängen und kulturellen Konditionierungen und so etwas. Und irgendwie versucht man das Beste draus zu machen. Manchmal klappt's, manchmal häufig nicht. Und diese Sachen, die Leute verbocken, das ist aus der Sicht eher so ein Zeichen von, ist halt wie so ein kleinen Zweijährigen probieren halt irgendwie Sachen aus. So, ja, das nimmt man denen nicht so, ist nicht so schlimm, so zu finden, die halt raus, wie man funktioniert. Die kriegen trotzdem oder gerade irgendwie, wenn man so eine findet man irgendwie cool, wenn die ganze Kirche zu Bruch machen oder so. Ja. So eine Art unkonditionierte oder nicht von Bedingungen abhängige Zuneigung ist gemeint. Und da suchst du den bösesten Menschen dann deines Lebens, seine Erinnerung für, damit es so ein bisschen Spaß macht. Nicht so ganz einfach ist. So schwer eigentlich ist es nicht. Okay, viel Spaß. And did you enjoy it? No. No. Oh, okay. Oh, so auf Englisch gedacht. Sorry, ich denke immer auf Englisch und dann übersetze ich es schnell auf Deutsch. Manchmal vergesse ich. Okay. Schrecklich. Unangenehm. Ja, es war schon unangenehm. Okay, sehr gut. Das ist trotzdem gut. Das ist trotzdem gut. Das zu illustrieren, ich erzähle dir eine Geschichte. Gerade neulich war ich in einer Kirche in Neukölln, wo sie immer Meditation machen, so in Zeitmeditation. So ein pensionierter Pfarrer und seine Frau. Und die ermutigen auch die Leute immer, die sollten mal so ein Meditationsretreat ausprobieren. Und dann einer von denen hat es gemacht und der war gerade dann den Tag, als diese Gruppe war der das erste Mal, also die Woche davor auf seinem ersten Retreat gewesen. Und dann hat er so ein bisschen erzählt von diesem Retreat. Und er meinte, das war ein ganz schreckliches Retreat. 5, 6 Tage lang war er, und die alle aus bis zum letzten Tag
Die ganze Zeit hat er sich eigentlich nur geärgert. Er hat sich geärgert darüber, dass das war ihm alles zu buddhistisch. Ich glaube, dass die meisten von denen sind Christen oder ist zumindest eine christliche Gruppe oder jedenfalls, das war ihm alles zu buddhistisch und dieser Lehrer war auch nicht besonders gut und was er so erzählt hat, das hat sich auch wirklich so ein bisschen komisch angehört, konnte ich irgendwie nachvollziehen. Und so hatte er so mit einigen so Sachen zu kämpfen und hat immer irgendwie so ein bisschen da versucht, das selber zu reflektieren. Und da meinte er, am sechsten Tag plötzlich kam es wie der Blitz und er hat so ein überschwängliches Gefühl von völlig unbegrenzten Güte für alle Wesen und das ging so 3 Tage nonstop das Licht an sozusagen und der meinte, den Tag war gerade der erste Tag, wo er gerade wieder so ein bisschen normal war. Und warum ich dir das sage, ist, dass das ist so ein bisschen irreführend. Also in diesem Widerstand, da ist, also das war für ihn jetzt da unangenehm. Aber da ist ja was passiert. Es war ja nicht wie sich ganz normal ärgern über Leute, sondern das war ja mit einem Versuch, da zu sehen, was man da machen kann. Ja, und das ist so ein bisschen wie Eisschmelzen, das geht nicht so sofort und so lange, es ist auch ziemlich lange kalt, so, ja. Aber da passiert die ganze Zeit was, so, ja. Und du wirst merken, wenn du da dich so eine Weile wenn du das ein bisschen regelmäßig machst, dann plötzlich ganz viele alle möglichen guten Sachen passieren, die du eigentlich gar nicht verdient hast, so ungefähr, ja, weil diese Art, das sitzt da irgendwie so drin, so ein kleiner Widerstand die ganze Zeit. Also das ist, was man da schmilzt, das muss man sowieso irgendwann machen, ja. Und man lernt auch dadurch, dass so in diesen Schwierigkeiten lernt man eigentlich die besten. Ah, das englische Wort ist skillful means, wie heißt es auf Deutsch? Geschickte Mittel, sowas? Tricks, ganz einfach. Ja. Also zum Beispiel bei dieser Sache eigentlich die richtige Kunst dabei ist, für andere Leute Entschuldigungen erfinden. Ja. Also der konnte gar nicht anders oder irgend sowas, ja. Und sich das irgendwie bildlich machen. Jetzt gibt es ja auch DSM-4, ICD-10. Alles, was man so haben kann an Macken, hat irgendwie einen Namen. Ja. Und manchmal ist es deswegen hilfreich, weil wenn man dem irgendwie einen Namen geben kann, dann ist es schon so eine halbe Krankheit, dann ist es schon so halb was, wo man nichts machen kann, so ungefähr. Ja. Also man ist dem so ein bisschen ausgeliefert. Und das ist eigentlich, glaube ich, so ein Thema, ja, wie sich solche Sachen auflösen, ist ganz häufig dadurch, dass man sieht, dass häufig, was schwer fällt, ist eigentlich nicht Leuten etwas nachzusehen oder zu vergeben, die ganz erbärmliche Figuren sowieso sind, sondern Leute, die sehr stark auftreten und irgendwie damit davonzukommen scheinen, so, ja. Dieses so, als ob man so denkt, na, wenn ich denen das jetzt auch noch nachsehe, dann kommen sie völlig ungestraft davon, sozusagen, ja. Und das ist irgendwie so eine Sache, wofür man sich dann aber, man merkt dann eigentlich nach einer Weile, wenn man das so macht, damit bestraft man sich eigentlich aber selber, ja, weil denen ist das häufig erschnurzt, die sind ja weit, weit weg, lange tot, das ganze Spektrum. Aber man selber läuft mit diesem Stein und Krampf da drin rum und zahlt natürlich die ganze Zeit dafür, ja, wie so ein Keller voll Gerümpel irgendwie. Ja.
dann hat das irgendwie so im Nacken, dass eigentlich müsste man da mal was machen mit diesem Gerümpel. Und wenn man feststellt, dass man muss sich eigentlich nur irgendwie ein Modell machen, wie man, dass man das schafft zu sehen, ja, also wenn du jetzt, nimm irgendwie jemand so einen Typ wie Adolf Hitler, ja, also meistens wir, die Leute, die es am Schwerfeld ist, sind ja die, die was persönlich getan haben. 20 Millionen Russen und 6 Millionen Juden, das einem ja schnurzt, mehr oder weniger. Nicht ganz, aber nimmt man nicht so schlimm, als wenn einen jemand mal irgendwie beleidigt hat oder so. Und aber da zum Beispiel, wenn du irgendwie siehst, was für ein ärmlich-pathologische Existenz das ist, wenn du den Aspekt rausbringst, ja, wenn du jetzt, Anja, du bist irgendwie 1,54 Meter groß und dann mit der Malerei klappt es nicht so und all diese Sachen, ja, so, dann noch drogenabhängig und so weiter, ja, denn das, es fällt dir irgendwie leicht zu sagen, leichter zu sehen irgendwie, das ist ein pathologische Handlungsweise. Ja? Du hast nachher irgendwie ein völlig verängstigt, irgendwie psychisch, schwer psychotisch, psychisch kranken Mensch. Noch dazu jemand, der nach Karma-Gesetz da für eine unausdenkbare Zeit in der Hölle braten muss. Dann, ja, also das ist ja, sei es wie es ist, aber das macht es möglich, einem ja, so ein, das so ein bisschen milder zu sehen. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Kunst, die man da lernt, ja, so diese Kunst, so Sachen zu betrachten, so dass die einen bedienen, ja, dass das einem nützlich ist. Und es gibt da viele tolle Sachen, auf die man da stößt, wenn man das so vergleicht mit dem, was andere Leute mitmachen, ja. Man ist da irgendwie besonders, weil einem da jemand, aber das ist eben das Schöne in diesem Jammertal. Es gibt immer Leute, denen es noch schlechter geht. Ja, und das kann man für solche Zwecke irgendwie ganz gut benutzen. Ja. Das ist jetzt so ein Trick, ne? Genau. Gut, aber ist es nicht ein Trick jetzt in dem Sinne, wenn du so beschreibst, also so, dass als eine pathologische, wie auch immer, stelle ich mich da nicht über diesen Menschen? In dem Moment? Ist das nicht eine Haltung, so ein bisschen so, ja, das ist ganz, also es ist nur die Gefahr, so, dass man nah an der Arroganz ist, dass ich dann schon wieder runtergucke auf denjenigen. Und das ist ja auch nicht das wahre Herz. Und ich habe noch eine zweite Frage dazu. Ist es denn auch ein Trick oder erstmal ein erster Schritt, wenn man dem jetzt nicht gerade das Herz entgegenbringt, dann so eine Haltung zu kriegen, es ist mir egal. Weil das ist ja, ne, also wenn der mir jetzt Böses getan hat, zumindest eine Haltung zu kriegen, ich bin ihm nicht böse, ist mir egal. Ist das okay? Ja, also dieses Wort Upaya, was jetzt wir als da die Trick bezeichnet haben, da geht es darum, einen bestimmten Effekt zu erreichen. Das ist nicht so sehr eine absolute Wahrheit, so, ja. Und das ist in dem Fall, wo sich das so sperrt, wo das so sagt, nee, also das geht einfach nicht, ja. Man kann einfach nicht kleine Kinder misshandeln und solche Sachen, ja, wo man wo sich das so sperrt, dass man es irgendwie schafft, drumherum zu arbeiten. Und gelegentlich ist da so ein, und du hast recht, dass das nicht als Ende ist, das so ein bisschen schwierig, aber gelegentlich ist das ganz gut. Also in dem Fall ist es ja häufig so, dass eben gerade dieses mit der Arroganz und Überheblichkeit des anderen umzugehen,
Und dann ist das so ein bisschen wie Feuer mit Feuer bekämpfen, wenn du so willst. Ja? Nicht als letztes Ende. Aber in diesem Fall, wir versuchen irgendwie einen Ansatz zu kriegen, dieses Ding da zu schmelzen. Ja? Und das hilft es so ein bisschen aufzuweichen, zu relativieren, diese Position. Ja, wo diese, so ein, dieses Eingegrabene, so wie im Ersten Weltkrieg, ja, die sitzen da im Graben und metzeln sie sich für immer, sozusagen, ja. Und es führt zu gar nichts, so, ja. Das andere ist, würde das reichen, wenn man so ein Indifferenz statt zu einer Güte zu entwickeln? Wenn es eine richtig echte Indifferenz ist, ja, okay. Aber in beiden, eigentlich genau wie bei der Arroganz, du musst so ein bisschen vorsichtig sein, ha? Du weißt, was ich meine, ja? Auch da, es gibt so eine Art von Gleichmut, die so ein bisschen sowas, die eigentlich diese Art der Aversion versteckt sich da so ein bisschen drin, ja? So, das ist so ein bisschen wie so ein Mann, der nicht mehr mit seiner Frau redet und immer nur Fußball guckt, ja. Und dann, wenn sie ihm irgendwie, sie kommt da mit ihren Locken eklan und dem Ding an und dann, okay, so, ja. Ist irgendwie keine besonders gute Art von Kommunikation und Gleichmut, okay. Das wird nicht helfen, die Situation, ja. Also, ich glaube, die Sache generell, die kontemplative Arbeit ist immer so eine, wo du weißt, wo du hin willst, ja? Und wo du hin willst, ist etwas, eine Läuterung von deinem eigenen Herz, dieses Wort. Läuterung, also so, wie man so Gold läutert von Unreinheiten, oder, ja? Also dieses, man geht davon aus, dass diese Aversion, diese Gegenwendung, diese Verkrampfung, Verhärtung, dass die einem ganz doll schadet, ja, und dass man da mit Ablenkung dem nicht beikommt, ja, dieses, wenn du jetzt so, zum Beispiel dieses, wie heißt es auf Deutsch, dieses, Post-Abortion Trauma, ja, wenn du, oder so Leute, die im Krieg waren, Abtreibungstrauma, ja. Also du kannst, wenn du so eine Art Trauma hast, indem du dich die ganze Zeit geschäftig hältst, ständig mit irgendwelchen Sinneindrücken bombardierst und zwischendurch vielleicht nochmal einen trinkst und ja, dann kannst du das irgendwie so wegdeckeln. Aber das frisst die ganze Zeit so. Das ist nicht die richtige, das ist keine Lösung dafür. Für das traumatische Erlebnis. Sobald du alleine bist und nichts machst, dann plötzlich kommt es alles hoch. So eine Art, und es hilft auch nichts, jetzt diese psychoanalytische Ansatz, auch so eine gefährliche Sache, ja, das alles zu erinnern und hochzubringen, ja, zu denken, okay, diese Verdrängung ist das eigentliche Problem. Nee, die Verdrängung ist häufig ein sehr gesunder Mechanismus, ja. Das System ist nicht stabil genug dafür, ja. Und die Idee ist der meditative Ansatz ist der, dass du einmal schaffst du dir durch diese Tugendentwicklung, so eine Makellosigkeit. Ja? Und das macht dir so ein gewisses inneres Glück und so eine Stabilität. Durch Großzügigkeit, dadurch, dass du sagen kannst, also ich bin harmlos gegen, ich habe niemandem was getan, so, oder ich tue niemandem, ich habe per Resolution, schade ich anderen Wesen nicht. Und dann sagt der Buddha, dadurch gewährt man unermesslich vielen Wesen Angstfreiheit, ja, sonst zetterst du nicht stehlen, nicht töten, nicht fremdgehen, nicht lügen, keinen Akku. Dadurch gewährst du unermesslich vielen Wesen Angstfreiheit,
mit anderen Worten, dadurch, also es ist ja nicht nur, dass einem jemand was tut, aber dass einem jemand was tun könnte. Ja? Ist ja schon, schafft ja schon so eine erhebliche Veränderung der Lebensqualität. Und dadurch, dass man das sozusagen gibt, Schutz vor sich selber, oder seinen Drängen, Trieben, dadurch erhält man eine unermessliche Menge von Angstfreiheit, heißt ja Stabilität. Und aufgrund dieser Stabilität und aufgrund dieser Meditation, meditative Raum, ist das wie so ein Labor, da kann man so experimentieren, ja. Also das macht jetzt nichts, wenn das mal nicht gleich klappt, so, ja. Aber man kann was so dran, man mit einem kann so ein bisschen was ausprobieren und also zum Beispiel jetzt wie deine Einwände, sehr gut, ja, sehr reflektive Einwände, probiert man einfach mal so ein bisschen, ja, und guckt, wie das so wirkt. Man weiß ja, wo man hin will damit. Ich habe noch eine Frage. Ich habe das andersrum auch gelernt, wirklich erst mit den Leuten anfangen, die man sowieso gut leiden kann, und das dann auch die Neutralen. Und das, also damit habe ich auch wirklich keine Probleme. Das kann ich prima mein Herz öffnen und ganz viel Mitgefühl und Freude. Okay. Aber bei den wirklich Bösen habe ich so mit mir zu tun, dass ich gar keine Tugend mehr entwickeln kann. Dann geht es darum, dass ich auch immer eine Panik habe und dann muss ich wieder auf Leerheit meditieren. Dann bin ich schon längst wieder weg von dem, was ich eigentlich machen möchte. Dann muss ich fragen, okay, was ist denn da, was paniken kann? Und also dann kann ich eigentlich gar nicht mehr machen, was ich eigentlich machen will. Aha. Ja, ist eine interessante Sache. Ich würde sagen, wenn du so eine starke Reaktion da hast, dann bist du wahrscheinlich gut bedient daran, das irgendwie so zu einem Thema zu machen. Da gibt es bestimmt viel zu lernen und du wirst finden, dass du da wahrscheinlich, letztendlich wirst du wahrscheinlich froh sein, dass du so eine intensive Situation da gehabt hast, weil das zwingt dich so dazu, gute Lösungen zu finden. Ja? Und ich könnte dir so Sachen sagen, die du ausprobieren kannst, aber viel wichtiger als so eine einzige Lösung zu finden, ist, glaube ich, so das Interesse, da so dran zu bleiben. Ja? Und vor allen Dingen, du brauchst eigentlich, was ganz wichtig ist, dass du im Vordergrund behältst, du machst das nicht für die oder den oder, sondern für dich. Wenn du hier sitzt, was du über diese Leute denkst, das ist denen doch Schnurz, oder? Die wissen davon nichts, das ist denen egal, denen was immer. Ja? Das hat nur mit dir zu tun. Und du bedienst die eher noch, wenn die wirklich böse sind und dir Böses wollen, wenn du das nicht schaffst, das aufzulösen, wenn dir das so eine heimtückische Motivation helfen kann. Aber wenn du da dran bleibst, dass das etwas ist, was du nur für dich machst und was nur etwas, ein Widerstand in deinem Herz ist, was mit denen gar nichts zu tun hat, ja, dann du solltest so allerlei interessante Winkel finden. Nicht alles wird immer sofort klappen, aber auch wenn das nicht sofort klappt, das ist natürlich ein unwahrscheinlich gutes Karma, weil die Absicht ist ja da. Das, ob das klappt oder nicht, die Absicht ist ja da, da was mitzumachen. Ja? Und ich sehe jetzt da kann nichts Falsches dran, wenn das gut klappt mit dieser andere Sequenz, kannst du durchaus damit machen. Gerade auch so zwischendurch, ja, dass das so ein ganz, ganz wichtig, dass man zwischendurch immer wieder so ein Gefühl kriegt, wie sich das eigentlich anfühlen sollte oder könnte oder so, ja. Dass es nicht so frustrierend ist. Aber eigentlich, ich glaube so, du bist gut bedient, wenn du dir so ein Meta-Level machst, wo dir das so Spaß macht, damit Sachen auszuprobieren, so, ja. Dass das so ein, so deinen kleinen Aufgaben, wie so ein kleinen Experimentierbaukasten ist, da.
Weil du wirst ganz viel, wenn du gerade wenn du dollen Widerstand hast, wirst du da die interessantesten Sachen lernen. Weil dann zwingt dich das so, ja, du kannst nicht so einfach da so dösen wie bei so einer Atemmeditation, ja. Passiert das, wenn du die Leute triffst oder als wenn du meditierst? Das ist so. Aber ich hatte ja hier einen sicheren Raum, aber ich hatte hier schon mit zu tun, was ich. Aber ich habe ja hier wirklich einen Raum. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das in vieler Hinsicht, also das funktioniert am besten, wenn, je mehr du geschützte Räume hast, desto wahrscheinlicher ist das, dass du dass das klappt eigentlich, ja, dass sich das so eigentlich sicher fühlen sollte, ja? so ganz, wenn du willst, rational gesehen, dass da eigentlich nichts passieren kann. Sandbox heißt das doch auf dem Computer, oder? Wenn man so ein Programm, ein gefährliches Programm, ja, macht man erstmal eine Sandbox auf, so. Stimmt. Und gucken, ob da Viren drin sind, so, ja. Okay.